das Live-Adress zu ändern? Live wird doch eh gleich Feierabend, oder? Nee. Was brauchen wir für die Tür? 3 und 1 Stein. Ja, perfekt. Ich weiß noch nicht, wer das zu lesen kriegt. Ich würde die Bücher, hebe ich mir, glaube ich, noch ein bisschen auf. So, live. Ah, no, nein, du willst kochen. Das war richtig. Ah, mein Fehler. Und du darfst die Tür ruhig machen. Nein, sie sind bereits da. Scheiße. Ah, fuck it. Und nehmen die Dings mit, die Leiter. Nein. Jetzt nur hau ich die um. Die hier schon wieder am Abhauen. Ach, Kacke, das ärgert mich. Wir hätten... Ja, der hat sogar meinen scheiß Aufzug. Aber gut zu wissen, er braucht keinen Strom. Er funktioniert tatsächlich komplett über Hydraulik. Wenn man das so nennen kann. Ich wüsste nicht, über was der sonst laufen sollte. Da war auch nichts mehr, ne? Es war nur das Dorf, so in Anführungszeichen. Es ist nur das... Ja, doch, da hinten geht's weiter. Das heißt, wir können da durchaus nochmal nach Loot gucken. Ist doch nirgendwo eine Tür rein. Also es ist vielleicht, weil... Nee, ist nicht, weil... So sperren wir sie einfach da ein. Da, Tür hin. Aber ganz im Ernst, bevor die mir hier das Lager leer frisst, lege ich sie um. Das ist schon die nächste. Oh, das ärgert mich echt. Was wollt ihr hier? Verpisst euch in euer Scheißdorf. Ich glaube, die waren nämlich auch fucking stark. Da kommt die nächste. Ich werd weich.
Ich hätte den Fahrstuhl nicht bauen dürfen. Das lockt sie an. Die Schnorrer. Wer hat denn Dienst? Doreen? Nein, nee. Bina. Bina. Na? Bina, Zickchen? Da kommt der. Ja, ich glaube, wir müssen leider die Voodoos töten. Beziehungsweise wir müssen relativ schnell. Jetzt. Ich hätte einfach mein Dorf absichern sollen mit einer Tür. Einfach hier eine Tür hin machen. Und bis jetzt wissen wir, dass drei frei rumlaufen. Die Hoffnung, dass die das große Dorf sich wenigstens selbst versorgt. Attentiv. Ich wüsste nicht, wie ich die sonst loswerde jetzt. Klar, eine Alternative wäre, sie einfach alle umzubringen. Ich glaube, das geht sogar bis zu einem gewissen Teil. Sprechen sich hier schon ab. Okay, Doreen. Mach nochmal. Koch. Geh nochmal kochen. Sabina hat zu tun. Ariel hat zu tun. Lager. Ich will mal gucken, wie groß das Lager ist. Möglicherweise machen wir hier Lager rein, anstatt hier das Stromding rein. Vielleicht machen wir hier auch das Lager rein. Weil ich glaube, dann fangen sie nämlich an, lose Dinge einzusammeln und da zu platzieren. Und ich glaube, die Bar. Also, nee, nicht die Bar. Das ist die Brauerei, ne? Ich glaube, es gibt später noch ein Restaurant oder sowas, wo die dann essen. Alternativ hetzen wir einfach die Trolle drauf. Wir gucken noch mal. Wo ist denn Bina? Ach, da. Ich glaube, die gehen durch die halbgeschlossene Tür schon nicht durch. Okay, das heißt, ich kann sie halb einfärchen. Gehen wir mal das restliche Dorf von denen erkunden. Ich meine, das haben die auch gemacht. Da ist es nur fair, wenn wir das auch tun.
So, jetzt wird's interessant. Geht das oder geht das nicht? Anscheinend nicht. Okay, eine Brauerei. Und die haben auch schon einen Fahrstuhl. Okay, das funktioniert. Okay, gut. Die Tür hält sie fern. Aber das heißt, ich komme auch nicht durch eure Türen, oder? Jetzt muss ich aufpassen, ey. Das heißt, in der Zeit, wenn sie wieder zurückgehen wollen, kann ich die Türen einfach öffnen. Das heißt, ich will einen da einfach abstellen, der die regelmäßig wieder in deren Zuhause lässt. Ich hoffe nur, dass jetzt Dings rauskommt. Okay. Da sind gerade welche auf dem Weg dahin. Schnell. Sieh zu, dass du da rauskommst. Das hätte ich nicht tun dürfen. Komm, das schaffst du noch. Verdammt. Aber ich darf. Ich habe tatsächlich den Passierschein. Machen wir den mal ganz zu, nur um sicher zu gehen. Was geht bei euch da unten noch? Naja, da sitzen sie alle und fressen. Okay. Ich glaube, das Ding habe ich mir nie angeguckt. Ich habe jedenfalls keinerlei Erinnerung daran. Holzklotz. Ja. Die benutze ich kaum noch. Ah. Guck mal, die sieht doch aus, als wenn sie von uns mitgenommen werden möchte. Ein Pilzbrot. Okay. Schön. Die Frage ist, wuseln bei uns noch welche rum oder? Okay, die kocht. Biene habe ich im Griff. Ariel tut Pilzstämme tragen, um wahrscheinlich das Regal zu bauen. Nice. So wie es ausschaut, scheint der Fahrstuhl auch bis nach unten zu gehen. Gut, Bina, weiter mit dir. Ich glaube auch, sobald Dinge in Regalen stehen, tun die nicht mehr geklaut werden. Ja, das ist der richtige Satz. Graben wir einfach runter oder graben wir einfach nach rechts?
Ja, wir graben einfach weiter nach unten. Das braucht niemand. Und das sieht zwar komisch aus, aber egal. Alternativ greife ich mich einfach nach rechts, wo ich glaube, dann kommt da nämlich das Wasserbecken, das wir hier abgeleitet haben. Deswegen ist meine Tendenz, gerade eher nach unten zu graben. Die haut einfach mit einem Schlag drin. Ja, seht da. Er hat den richtigen Riecher. Ich habe den richtigen Riecher. Dieser Holzstamm war nicht gut. Pff, pack meinen eigenen dahin. Toll, eine Leiter. Hast deine Zwille vergessen, Fräulein? Naja, du hast ja noch eine Axt. Hast du sogar eine Zweihänder-Axt? Zweihänder-Axt. Steht auch drauf. Ach, dann kannst du das Zweihänder-Buch lesen. Ach, da geht's auch weiter. Hab ich das denn von da oben nicht gesehen? Naja. Das ist Bina. Bina hat zu tun. Dings hat frei. Dings hat auch zu tun. Nein! Böse! Du nicht machen Sachen. Keine Ahnung, von wem du für das Kind bist. Steht alle im Weg, okay. Sie ist weiter da beschäftigt. Bina, ganz kurz. Was hast du denn? Was war denn in der Kiste? Ein Grillpilz. Lassen wir da nicht liegen. Okay, da geht's weiter, da geht's weiter. Und das werden wir auch erkunden gehen. Ich weiß nicht, warum Live gerade diesen Baum gefällt hat, aber okay. Ja, ich hätte ganz schon, langsam schon ganz gerne das Regal. Giovanni ist innere Wand. Du gehst nach unten. Die Biene hat Feierabend. Da, guck mal, wir sehen, wie entwickeln. So sieht das nämlich aus, liebe Kinder. Jetzt wisst ihr, wo kleine Wiggles herkommen. Soll ich von euren Eltern nichts anderes erzählen? Muss ich umarmen und im Gras wälzen. Genau so funktioniert es. Okay, es muss nicht zwingend das Gras sein, aber auf jeden Fall was mit Wälzen zu tun. So. Wo ist sie? Wir gucken erst die nächste Ebene an. Okay, und hier ist der Dienst.
Matthias. Ein Regal bitte. Damit sind alle drei, die arbeiten können, versorgt. Guck mal, einen hat er in Schusswaffen schon wieder verlernt. Er hat aber auch fast 80 in Stein. Also das ist eh lächerlich. Guck mal. Nee, du musst schon in den Nahkampf gehen. Ja. Sehr gut. Okay, Matthias, sieht aus, als wenn er Dinge tun soll, die er tut. Hier geht es sehr weit runter noch. Ich habe eigentlich gehofft, dass hier irgendwie jetzt so eine Höhle kommt. Ich dann den anderen Weg, diesen mittleren Weg, erkunden kann. Hm. Alter. Ah, hier sind wir bei den Trollen, glaube ich. Das sieht aus, als wenn wir uns da runtergraben können. Ich glaube, das ist die Stelle, die der Einsiedler meinte. Siehste. Alles klar. Dann sind wir an den Trollen angelangt. Philippina. Ach, das ist das Baby, was ich vorhin gesehen habe. Guck mal, da liegt noch eine Keule. Und da sind noch mehr Trolle. Drei. Okay. Was ist das für ein Gang dann? Es geht nach links. Na, da ist eine Kiste. Schatzkiste. Das sieht sehr sekundär aus. Aber ich weiß schon, wie wir das lösen werden. Wir werden einfach ein paar Zwerge mit Schusswaffen aus. Neben unsere beiden Steinexperten, unsere beiden Nahkampfexperten, die hauen im Nahkampf ran, während die anderen beiden mit Zwillen nach hinten schießen. Und zwar du nicht. Eigentlich sollte Doreen Fernkampf. Doreen. Da liegt noch eine Keule. Life hat eine. Stimmt, die habe ich abgebrochen. Die hatte ich abgebrochen, weil die nicht fertig werden wollte. Ich
Ich erinnere mich, als wenn es vor einer Stunde gewesen.